Hey Leute, hier habe ich jetzt für euch den Raktor Cernus mitgebracht. Raktor Cernus von allen Cernus der wahrscheinlich beste und auch in meinen Augen das direkte Upgrade vom normalen Cernus, weil die Stats sind doch relativ gleich, nur halt eben leicht besser vom Raktor Cernus und deshalb sage ich auch, Raktor Cernus und Cernus werden gleich gemoddet. Also, was ist das Coole an diesem Bogen? Der Raktor Cernus hat eine Aufladegeschwindigkeit von 0,25, ist schon mal mega cool. Normale Cernus von 1 ist immer noch ganz brauchbar. Die Statuschance von beiden sind relativ niedrig mit 15 und 10%. Crit-Chance von 35% ist wiederum ganz cool. Und Einschlagschaden haben wir 225, 12,5 und 12,5. Bedeutet, eigentlich ist diese Waffe als Antikorpuswaffe gedacht, aber so werden wir sie nicht einsetzen, weil auch wenn wir eine Waffe haben, die gegen die Schilde von den Korpus gut ist, werden wir sie niemals gegen die Schilde von den Korpus verwenden. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir reinen Giftschaden auf eine Waffe machen, geht unser Damage direkt auf das gegnerische Leben durch die Schilde durch. Also nur Schilde, bei Rüstung ist das nochmal was anderes. Und wenn wir eine Statuswaffe haben, gehen wir auf Gasschaden, damit wir Gift, also den Gasbrock auslösen, der ein AOE-Giftbrock ist, beziehungsweise Gift-Dot ist. Also so oder so werden wir niemals auf die gegnerische Schilde gehen. Von daher habe ich jetzt mal wieder so ein Standard-Korrosionsbild, der allgemein gut ist. Aber ich sag's ja immer wieder, ändert euch die Elementartypen so ab, wie ihr sie gerne hättet. Weil, naja, ihr müsst halt eben rausfinden, was für euch jetzt das Beste hier ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, was habe ich da so drin? Einkerbung, geteilte Kammer, dürfte klar sein. Infiziertes Magazin, Sturmbringer jetzt für den Korrosionsdamage, aber ganz im Ernst, da könnt ihr auch einfach auf pures Gift gehen, da macht ihr hier großen Gift und kleinen Gift-Mod rein. Ihr könntet rein theoretisch versuchen, ein bisschen mehr auf Status zu modden, da macht ihr hier einen kleinen Gift- und einen kleinen Feuer-Mod rein. Ihr könntet anstelle von Argon-Fernrohr jetzt zum Beispiel noch einen kleinen Mod reinmachen, also Argon-Fernrohr nur, damit wir in den Orange-Crit-Bereich leicht reinkommen. Punktangriff, Scharfsinn für die Crit-Chancen, den Crit-Schaden und vigilante Aufrüstung einfach, weil der Mod gut ist. Gut, was könnte man hier noch machen? Ich habe es ja eben bereits gesagt, hier noch einen Doppelmod rein, dann sind wir bei 49%, dann würde sich sogar ein Gasbild lohnen. Das würde dann so aussehen. Wenn wir uns jetzt hier einfach ein paar Korpus dazu holen. Ach ja, bevor ich es vergesse, der Raktor Cernus hat noch natürlich einen Syndikatseffekt, der bewirkt, dass wenn unser Timer da unten rechts oder unser Counter unten rechts in der Ecke voll ist, dass wir einen AOE-Viral-Proc auslösen, dass der von allen Gegnern das Leben halbiert, ziemlich cool, und uns zusätzlich noch 25% unserer Basisenergie wieder gut schreibt. Was ihr gerade mal beachten solltet, wie schnell mein Bogen geladen ist. Blub, voll. Das ist jetzt dieser Gift-Dot, den ich meinte. Und ist doch eigentlich ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt auch einfach voll auf Gift gehen. Dann brauche ich jetzt Gift. Mache ich den hier so rein. Den nehme ich da raus. Dann kommt der hier oben rein. Dann habe ich jetzt hier wieder einen Modplatz frei. Und dann könnte ich zum Beispiel Argon-Fernrohr reinmachen. Nur als kleines Beispiel. Das sind halt eben so kleine Gedankenspielereien, die man hin und wieder mal machen kann. Und ich denke, ihr seht auch, warum man das dann so macht. Natürlich kann man diese Waffe jetzt auch auf andere Elementarschäden modden, habe ich ja eben schon gesagt. Korrosion könnte man reinmachen. Ihr könnt ja jede Waffe so modden, wie ihr sie gerne hättet. Nur, ja, es sollte halt schon irgendwo Sinn machen, was man wie moddet. Zum Beispiel bei Antikorpuswaffen braucht man einfach nur einen hohen Base-Damage und der Rest ergibt sich dann von selbst. Zum Beispiel bei Status, habe ich ja eben gesagt, geht man auf Gas, bei puren Damage geht man auf Gift.
Oh, das war jetzt sogar ein Red Crit. Aus dem ganz einfachen Grund. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich auch diesen Vigilant-Mod drin habe, der mir Mehrfachschuss gibt und der bewirkt halt, dass ich eine 5% Chance habe, in den nächsthöheren Bereich reinzukommen. Das heißt, rein theoretisch könnte man überlegen, anstelle von Argon Scope jetzt wirklich den Vigilant-Mod reinzumachen. Könnte man überlegen. Ob es was bringt, müsst ihr überlegen. Also noch den Geschwindigkeits-Vigilant-Mod, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Wie gesagt, man kann auch jetzt hier auf Korrosionsdamage gehen. Das würde dann... so aussehen. Aber wirklich viel reißen tut man jetzt bei Level 150 auch nicht mehr. Als kleines Beispiel. Der Bogen ist halt eben super schnell. Und wenn ich sage, nicht mehr wirklich viel reißen, dann meine ich bei dem Heavy Gunner. Als kleines Gegenbeispiel, den Heavy Gunner bekommen wir mit der Tread mit 1 bis 2 Schüssen tot. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber dafür brauchen wir da auch einen Riven. Ohne Riven geht's mit 2 bis 3 Schüssen, aber mit halt eben bis 1 bis 2 Schüssen mit der Tread. Aber nichtsdestotrotz, Raktor Cernus ist ein sehr guter Bogen. Und je nachdem, was man macht, ist er wirklich Spaß zu spielen. Zum Beispiel hier so ein Korrosionsbild. Was nehmen wir? Sagen wir mal, wir reduzieren das Gegner auf einfach mal nur Stufe 50. Also stinknormale Mission, die wir in der Sternenkarte haben. Na? Zu weit weg. Ich habe keine Übung mit dem Bogen. Was? Das ist aber ziemlich genau auf die Entfernung. Also was wir gerade sehen, bei Gegner Level 50, kein Problem. Gegner Level 70 ist auch kein Problem. Ich möchte euch das gerade nur ein bisschen mal so in Relation zeigen. Damit ihr die Waffe auch ein bisschen einschätzen könnt, wo sie brauchbar ist, wo nicht. Aber bei 100 würde ich persönlich aufhören, mit dem Raktor Cernus zu spielen. Spätestens. Aber alles in allem grundsolider, brauchbarer Bogen. Mit dem kann man schon was anstellen. Man muss nur halt eben ein bisschen mit den Mods rumspielen. Aber da habe ich euch ja gerade gezeigt, was man so machen kann, was man mal ausprobieren sollte. Und falls wir einen Riven-Mod für diese Waffe bekommen sollten, würde ich wahrscheinlich Argon-Fernrohr oder Vigilante-Aufrüstung rausnehmen. Müsst mal ausprobieren, welcher von beiden Mods stärker ist, aber das sollte ja für euch kein Problem sein. Beziehungsweise an Argon-Fernrohr dürften die wenigsten noch drankommen, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen Mod draußen lassen. Generell, falls ihr diesen Mod nicht habt, einfach einen zusätzlichen Elementar-Mod rein, habe ich euch ja gerade eben gezeigt. Und das war's. Genauso wird Raktor Cernus bzw. Cernus gespielt. Beide die genau gleiche Moddung. Raktor Cernus ist halt eben deutlich besser als der normale Cernus und auch deutlich schneller. Da kann man jetzt überlegen, ob man noch den Speed Trigger Mod reinmacht, beziehungsweise also Schnellauslöser Mod reinmacht in den normalen Cernus, aber ich persönlich denke, dass eine 1er Aufladegeschwindigkeit auch okay ist. Also schauen wir mal. Das ist okay. Dann brauchen wir nicht extra noch auf mehr Geschwindigkeit zu gehen. Gut, von daher, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.